Falls du dich auch dafür interessierst, wie man eine gute Bandaufnahme mit ein bisschen Nachbearbeitung noch besser und damit auch professioneller klingen lassen kann, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und falls du auch schon mal von deiner Band oder von einer befreundeten Band einen Song auf dem OP liegen hattest, also die Band hat alles eingespielt und du musst jetzt daraus einen Song, und du darfst daraus jetzt einen kompletten Song bauen, dann wirst du sicherlich wissen, dass man an der einen oder anderen Stelle auch mal so ein bisschen das Timing korrigieren muss. Vielleicht hat der Bassist einmal bei ein, zwei Noten ein bisschen daneben gelangt oder vielleicht hat der Gitarrist vielleicht nicht ganz in der Time gespielt oder hatte eine schwierige Passage, die ihm vielleicht aufgrund der knappen Studiozeit nicht so ganz leicht gefallen ist, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mit ein bisschen Schneidearbeit, mit ein bisschen Editierarbeit in der DRW das nochmal richtig zu machen. Wir befinden uns ja in dem Fall nicht auf einer Live-Bühne, sondern meistens ja dann im Schaufenster, im Showroom, wo man seine Musik auch aufpolieren kann. Warum soll man sich also dann nicht die modernen Hilfsmittel der neuen DRWs auch zunutze machen? Und ich habe gerade auch so einen Jack auf dem Tisch liegen, ich sag mal nicht auf dem OP, denn die Band hat wirklich gut gespielt. Es geht um die Band Skipjacks und die haben den Song Dreaming eingespielt, den ich auch im großen Live-Mix schon einmal angemischt habe. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du ja mal hier oben klicken. In dem Video zeige ich dir auf jeden Fall schon mal 2,5 Stunden, wie ich anfange, den Song zu mischen. Und demnächst geht es auch weiter mit dem großen Live-Mix im Teil 2. Und die Skipjacks sind eine Soul- und Funk-Band. Das heißt, die haben nicht nur sehr groovige und funkige Musik, sondern die haben auch Passagen in ihrer Musik, wo es wirklich darauf ankommt, dass alle Teile der Band wirklich knackig zusammenspielen. Also kleine Breaks zum Beispiel, wo wirklich Schlagzeug, Bass, Gitarren und die Bläser, also eine ganze Menge Leute, gleichzeitig und sehr in Time spielen müssen. Und man ist ja sehr verwöhnt durch Bands wie Tower of Power und die berühmten Tower of Power Horns zum Beispiel, wo man weiß, was es wirklich ausmacht, wenn eine Band wirklich ganz tight und zusammenspielt. Das ist dieser Band auch sehr gut gelungen, aber so die letzten 5% können wir im Mix ja nochmal rausholen und in dem Fall nicht im Mix, sondern in der Editierungsarbeit. Und wie ich das genau mache, das zeige ich dir gleich mal in der Session, die hinter mir schon offen ist. Und verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn in meinen einzelnen Kanälen Clippings stattfinden. Das heißt, wenn du bei einzelnen Kanälen in deinem Mix, wenn die in den roten Bereich reinfahren. Welche Auswirkungen hat das? Ist das schlimm für meinen Mix? Das ist die Frage, die ich dann gleich nach der Session beantworte. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und wir gehen jetzt aber in die Session rein und schauen mal, wie ich den Song Dreaming von den Skipjacks noch ein kleines bisschen aufpolieren konnte. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich schlage vor, dass wir erstmal reinhören, damit du genau weißt, wovon ich hier rede. Hier sind also die Skipjacks mit einem Auszug aus ihrem Song Dreaming. Also ich finde auf jeden Fall schon mal eine tolle Aufnahme, auf jeden Fall, die wir ja auch im Live-Mix noch weiter bearbeiten werden. Da gibt es demnächst auch die Fortführung, Teil 2 also vom Live-Mix, auf keinen Fall verpassen. Falls du das nicht verpassen möchtest, dann klick auf jeden Fall mal in meinem Kanal auf den Abo-Knopf, falls du noch kein Abonnent sein solltest und vergiss daneben nicht die Glocke, dann kriegst du nämlich einen Hinweis, wann das nächste Video und in dem Fall der nächste Live-Mix startet. Aber in diesem Fall ist es jetzt so, mir sind auf jeden Fall 2 Stellen aufgefallen, wo die Band noch ein bisschen kompakter zusammenspielen könnte. Das ist einmal hier an dieser Stelle. Das klingt ein bisschen schmierig, dadurch, dass die Band nicht komplett alle auf dem gleichen Zeitpunkt spielen. Ne? Dieses Babab. Wir hören nochmal kurz rein, dieselbe Stelle nochmal. Ne, da spielen die Gitarren, die Trompeten und der Bass und das Schlagzeug spielen nicht genau auf der gleichen Zählzeit. Es ist schon sehr gut beieinander gespielt, aber man könnte es jetzt noch ein kleines bisschen polieren. Es gibt noch eine 2. Stelle hier, vor allem dieser Lauf, den wir hier haben an dieser Stelle. Genau, gerade bei so einem Lauf ist es ja, also wir kennen es ja von den Tower of Power Horns zum Beispiel, von dieser Weltklasse-Horn-Section, dass man da wirklich ganz tight zack, 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 zack mit der Rhythmustruppe zusammenspielt und dann klingt es wirklich so richtig geil und treibt auch richtig den Song so richtig fett nach vorne an dieser Stelle. Das soll so ein Lauf ja auch machen. Und nehmen wir uns doch einfach mal tatsächlich hier diese Stelle hier raus. Markieren hier einfach mal einen Loop und ich sag dir einfach mal, wie ich bei so einer Geschichte vorgehe. Als erstes mal muss man natürlich gucken, dass man sich eine Orientierung verschafft. Das heißt, du brauchst ein Instrument, an dem sich alle orientieren können und das ist in meinem Fall normalerweise das Schlagzeug und da gucke ich dann halt, welches Instrument vom Schlagzeug, also welche Trommel zum Beispiel da relevant ist, um da wirklich die Orientierung zu liefern. In diesem Fall ist es relativ einfach, dass die Bassdrum, weil die spielt, wie man hier sehen kann, jede einzelne Note mit. Ba, 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 da sind also alle Schläge schon mal als Orientierung vorgesehen.
vorgegeben, weil der Schlagzeuger gut gespielt hat, ziehe ich mir die Bassdrum hier einfach mal den Kanal runter. Das ist aber nur zu Orientierungszwecken. Gleich, wenn ich damit fertig bin, schiebe ich die dann wieder hoch, denn die Bassdrum gehört bei mir ganz nach oben. Und jetzt habe ich hier auf jeden Fall Bassdrum und Bass schon mal beieinander liegen und kann jetzt genau sehen, wenn ich hier reinzoome, hier ist die Bassdrum. Da ist der Schlag von der Bassdrum und du siehst, der Bass hier unten spielt deutlich später. Also das heißt, die sind nicht auf derselben Zählzeit, beziehungsweise auf derselben Zählzeit schon, aber der Bass spielt halt deutlich später und dadurch kann es schon an der Stelle nicht genügend knackig klingen. Also muss man dafür sorgen, dass die Bassnoten einfach alle auch auf den Bassdrum-Schlägen drauf sind. Hier verbessert sich das ein kleines bisschen, da wieder ein bisschen weniger, da ein bisschen. Also der Bassist hat nicht ganz getroffen auf die Bassdrum, aber ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht hat auch der Schlagzeuger ein bisschen vorne gespielt. Wichtig ist ja nur, dass wir an der Stelle alles zusammen haben und deswegen als Orientierung die Bassdrum. So, jetzt habe ich hier das nächste Instrument, was ich jetzt hier an der Bassdrum also ausrichten werde, ist der Bass. In diesem Fall liegen mir hier sogar drei Bassspuren vor. Das heißt, die drei Bassspuren müssen zusammen bearbeitet werden. Und damit ich nicht aus Versehen eine von den Bassspuren falsch oder anders bearbeite als die anderen drei, das würde nämlich den Sound durcheinander würfeln, sorge ich als erstes mal dafür, dass ich hier eine Gruppe generiere aus diesen drei. Ne? Also ich habe hier alle Spuren schon mal markiert, klicke jetzt mit der rechten Maustaste drauf und kann dann hier einfach ausgewählte Gruppen, ausgewählte Spuren gruppieren. Ich hätte auch Kommando G drücken können oder wenn du auf dem PC sitzt oder am PC sitzt, kannst du Steuerung G drücken, dann wird eine Gruppe hier einfach erstellt aus dem Bass und dann kann ich hier eingeben, dass die Gruppe Bass heißen soll. Okay, da ist schon mal die Bassgruppe und wenn ich die Bassgruppe jetzt hier mir im Mixer noch angucke, dann kann ich die Bassgruppe hier mit einem Rechtsklick kann ich die bearbeiten und wie du hier siehst, habe ich verschiedene Bearbeitungsmethoden hier, kann hier die Bearbeitung aktivieren, also das kann dafür sorgen, dass hier für alle drei Spuren gleichzeitig die Bearbeitung gleichzeitig gemacht wird. Ich möchte aber zum Beispiel nicht, dass für alle drei Spuren gleichzeitig die Lautstärke bearbeitet wird oder dass sie gleichzeitig stumm geschaltet werden oder die Aufnahme aktiv geschaltet wird oder die Insets oder die Sends. Nein, ich möchte nur, dass diese Gruppe gleichzeitig bearbeitet wird und das machen wir jetzt mal so, bupp, also haben wir die drei in der Spur Bass, in der Gruppe Bass aufgenommen und bearbeiten die jetzt zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Spur markiere, sind alle drei gleichzeitig markiert, schon mal sehr praktisch. Und jetzt muss ich im Prinzip nur die einzelnen Noten, die bei diesem Lauf ja jetzt sind, freischneiden und das machen wir mal. Ich nutze mal hier das Schneidewerkzeug und schneide hier einfach mal kurz vor der ersten Note, dann hier hinter der ersten Note, vor der zweiten Note quasi und jede Note wird jetzt erstmal von mir freigeschnitten und da bin ich auch relativ angstfrei, deswegen gerade bei so einem Lauf hier zum Beispiel, da kann man nicht viel verkehrt machen. Alles, was wir hier schneiden, kann man später auf jeden Fall noch korrigieren. Jetzt haben wir die drei, die einzelnen Noten schon mal freigeschnitten und jetzt müssen wir sie ja im Prinzip nur noch auf der Bassdrum platzieren und auch das geht natürlich heutzutage super easy in unseren modernen DAWs. Das heißt, ich markiere einfach alle drei hier und schiebe die jetzt hier rüber, sodass sie ungefähr den gleichen Startpunkt hier haben, wie man jetzt hier sehen kann. Das heißt, Bassdrum und Bass spielen jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall ungefähr am selben Startpunkt und das mache ich jetzt bei allen Spuren hier und sorgt dafür, dass hier bei der Bassdrum, ist ein bisschen schwierig hier in Studio One immer zu markieren, weil man diesen Transportlauf nicht so leicht justieren kann und schiebe jetzt hier den Bass immer genau an die Position, damit der Bass genau mit der Bassdrum übereinstimmt. Das heißt, dass der Startpunkt genau hier da ist, wo die Bassdrum ausspielt. Und das sorgt dafür, dass die Band dann an der Stelle wirklich super knapp und sauber zusammenspielt, was wirklich dann auch einen sehr polierten und sehr professionellen Eindruck hinterlässt, dass die Band wirklich so tight und eingespielt ist. So, also Bass hier rüberschieben nochmal und dann haben wir hier noch eine Bassdrum ungefähr hier. Auch die schieben wir hier rüber und dann haben wir hier, na, die beiden hätten wir aber besser zusammengelassen. Das ist nämlich jetzt der Fall, dass ich zum Beispiel auf der letzten Note habe ich keine Orientierung. Das heißt, die letzten beiden Noten würde ich wahrscheinlich zusammenlassen. Mache also hier einfach mal den Schnitt weg und verlängere einfach das, was ich hier gehabt habe, so, dass die beiden Noten hier beiden zusammenbleiben, weil ich habe hier keine weitere Bassdrum, an der ich mich orientieren könnte. Das heißt, der Bass wird jetzt an dieser Stelle für diese letzte Note meine Orientierung automatisch, weil ich durch die Bassdrum keine habe. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich dann auch die passende Orientierungsspur aussucht. Ne? Wenn hier zum Beispiel die Bassdrum jetzt nicht verlässlich wäre, könnte man zum Beispiel gucken, was spielt die Snare hier oben. Ne? Das ist zum Beispiel ein Snare-Schlag, vielleicht könnte man sich auch daran orientieren. Aber wichtig ist ja nur, dass die Band an der Stelle dann kompakt zusammenspielt. Also, wir haben jetzt alle Bassdrums, alle Bassnoten soweit verteilt. Hier haben die es richtig geschoben. Jetzt haben wir hier natürlich große Lücken da zwischen den einzelnen Noten. Jetzt gibt es zwei Methoden, wie man mit diesen Lücken umgehen kann. Zum einen haben wir hier zum Beispiel, haben wir diese Spuren ja vorgeschoben. Das heißt, ich kann jetzt mal gucken, dass ich hier zwischen den vorigen und diesem Bass, dieser Bassnote jetzt einfach ein Crossfade setze. Das heißt, eine Überblendung zwischen diesen beiden Teilen, sodass da kein Knackser entsteht. Dazu kann ich einfach hier auf die markierten Spuren mit der rechten Maustaste draufklicken und dann hier unten
Crossfade erzeugen wählen. Dann wird einfach eine kleine Überblendung hier gemacht, wie du hier auch sehen kannst. Schön optisch in Szene gesetzt und zack, gibt es da keinen Knackser. Jetzt habe ich hier zum Beispiel zwischen diesen beiden Noten habe ich zu wenig Material. Wenn ich hier verlängern würde, siehst du, dass hier schon die nächste Note anfängt. Das wäre vielleicht ein bisschen unpraktisch, weil dann würden doppelt Noten erklingen. Das ist nicht gut. Deswegen würde ich jetzt hier die Variante wählen, dass ich hier alle drei markiere und dann einfach einen Fade-Out setze und da denke, dass die Lücke, die sich jetzt hier ergeben hat, dass die sich im Mix komplett versendet. Das heißt, ich mache hier einen Fade-In und zwischen den anderen Spuren kann ich aber trotzdem so verfahren, wie ich das gerade auch gemacht habe. Das heißt, ich verlängere einfach von diesen hier, verlängere ich einfach mal ein kleines bisschen nach vorne und bei der Überlappung würde ich dann hier einen Crossfade setzen. Um das jetzt aber nicht jedes Mal mit einem Crossfade machen zu müssen, also den jedes Mal einzeln auszuwählen, mache ich zunächst alle Verlängerungen hier ungefähr, sorge dafür, dass sie sich so ein bisschen überlappen an dieser Stelle und auch hier ein kleines bisschen überlappen. Da ist schon automatisch eine Überlappung und hier machen wir auch noch eine, dass die hier noch stattfindet. Und jetzt kann ich die alle drei markieren. Alle drei Spuren markieren hier so und kann jetzt auf die ganzen ausgewählten Events, die wir hier haben, einfach einen Crossfade ansetzen und jetzt ist hier überall der Crossfade automatisch gesetzt worden. Mit anderen Worten, das war jetzt schon die Nachbearbeitung, um die Bassdrum hier auf den um die Bassdrum und den Bass zusammen zu bekommen. Und wir hören uns das Ganze einfach mal zusammen an und achte mal darauf, wie Bassdrum und Bass jetzt schon tight zusammenspielen. Das ist wirklich schon sehr cool. Ne? Das ist wirklich so, dass die Band dann an dieser Stelle wirklich voll zusammenspielt. Und jetzt muss man im Prinzip mit dem, was ich dir gerade gezeigt habe, nur weitermachen und das jetzt hier zum Beispiel auf die Bläser übertragen. Und du kannst jetzt hier rein optisch schon mal den Bass hier als Orientierung nehmen und siehst dann hier zum Beispiel, wenn ich mal hier zusammenschiebe und Zoom mache, dann siehst du, dass hier die Bläser auch nicht so ganz auf der Note drauf sind. Hier ist ja der Startpunkt, dieses Transportband hier zeigt ja den Startpunkt jetzt, den ich gerade markiert habe. Das heißt, hier dieser Bläser ist drauf, aber der ist nicht drauf. Und jetzt muss man hier für die Bläser dann entsprechend verfahren und dann gucken, dass man das für die Bläser macht und später auch für die Gitarren. Auch hier gibt es natürlich jede Menge Einzelnoten. Und achte, wie gesagt, darauf, wenn du mehrere Aufnahmen von einem Instrument hast. Hier bei den Gitarren zum Beispiel sind es auch wieder hier drei Spuren, die zusammengehören. Gruppier die vorher und sorg dafür, dass die zusammen bearbeitet werden. Dann kriegst du später keine Schwierigkeiten, wenn du hier so einzelne Verschiebungen gemacht hast. Ne? Also sauber gruppieren, sauber schneiden, sauber verschieben und vor allem die Crossfades oder die Fade-In, Fades-Outs, Fades-Outs nicht vergessen, damit das Ergebnis wirklich sauber ist. Und ich erspare dir jetzt den kompletten Prozess, den ich jetzt bräuchte, um jetzt wirklich die kompletten Spuren hier freizuschneiden und sauber zu schneiden. Denn das habe ich einmal schon gemacht für dich, wie du hier sehen kannst, hier im hinteren Teil, ich muss mal mit meinem Zoom jetzt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, hier im hinteren Teil hinter dem Loop, hier ist ja der Loop, siehst du, dass ich hier schon unfassbar viel geschnitten habe hier, alles, und ich gehe mal auf den Bassbereich, da siehst du es noch mehr, da habe ich wirklich dafür gesorgt, dass jede Bassnote, die hier irgendwie einzeln steht, da schön auf der Bassdrum drauf ist, hier alles sauber aufeinander geschnitten, mit Crossfades versehen und überall sauber aufeinander gearbeitet. Mit anderen Worten, wir hören uns jetzt im Vergleich einfach mal das an, wie es vorher gewesen ist, das ist der erste Teil von im Lauf und dann hörst du im Anschluss, ich blende das mal ein, wo wir gerade sind, hörst du im Anschluss den bearbeiteten Teil, den ich dann schon vorbereitet habe und ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir, weil ich finde, der zweite Teil klingt dann deutlich professioneller und nochmal knalliger vor allem. Das heißt, er hat insgesamt auch mehr Energie und, man darf das auch nicht vergessen, es lässt sich leichter mischen. Wenn die Band so kompakt zusammenspielt, dann klingt es einfach besser. Man braucht vielleicht auch weniger Plugins, weil die Band wirklich sauber zusammenspielt und es klingt insgesamt einfach professioneller, polierter, ein kleines bisschen besser. Wie gesagt, ist schon gut eingespielt, aber die letzten 5 oder 10% kann man so rausholen. Und wir machen mal den Solo aus und hören mal den ersten Teil, der unbearbeitet ist oder nahezu unbearbeitet. Und dann kommt der zweite Teil, wo es dann wirklich dran lang geht. Also, los geht's. Ist okay, ne? Und los geht's in den bearbeiteten Teil. Also wirklich, da hat sich wirklich die Arbeit gelohnt, wenn du mich fragst. Das war wirklich, also es war eine knappe Stunde Zeit, die ich für diesen zweiten Teil von diesem Break gebraucht habe. Die werde ich für den ersten Teil vielleicht nicht mehr so lange brauchen, weil ich jetzt auch wieder geübt bin und das jetzt auch wirklich auch weiß, wo ich meine Schnitte setzen muss. Aber das lohnt sich definitiv und holt die letzten 10% dann aus der Kapelle auch noch raus. So, damit gehen wir mal drüber zur Frage der Woche und schauen mal, was da so los ist. Los geht's. Also ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Man kann wirklich sagen, diese Fleißarbeit, die ich da reingesteckt habe, und das war für diesen zweiten Teil von diesem Break
war das ungefähr eine Stunde, die ich gebraucht habe, um alles gerade zu rücken. Die hat sich wirklich gelohnt, weil die letzten 5 oder 10% kann man so einfach rausholen und es klingt einfach deutlich besser. Auch der Mix profitiert davon. Man hat deutlich weniger Mixprobleme dadurch zu beheben, weil es klingt insgesamt schon einfach kompakter und besser und dann braucht man auch gar nicht so viele andere Plugins noch bemühen, um zu versuchen, dass es wirklich gut klingt. Also, ich hoffe, die Band ist zufrieden. Skipjacks, schreibt es mir mal unten rein, ob ihr zufrieden seid mit der Bearbeitung, die ich gemacht habe. Und wir kommen mal zur Frage der Woche und die kommt heute von Nico Sees und er schreibt zu dem Thema bei Minute 12, da weiß ich jetzt nicht genau, worum es da ging. Ich persönlich mache die Peaks von der Bassdrum zu 0 dB teilweise drüber. Ist das schlimm oder ist das okay? Ich mache das häufig, weil trotz Sidechain dennoch die Bassdrum nicht durch die 808 kommt. Also mit der 808, das ist ja eigentlich auch eine Bassdrum, aber da meinst du wahrscheinlich die 808 als richtig fetten Bass. Zählt das zu Dynamik oder ist das ein bösartiger Mixing-Fehler? Sagen wir mal so, lieber Nico, früher wäre das ein bösartiger Mixing-Fehler gewesen. Als wir noch mit 16-Bit-Systemen gemischt haben, unsere DAWs noch in den Kinderschuhen gesteckt haben, da war 0 dB Full Scale, also das, wo heute rot ist, da wo die 0 ist, war die Todeszone. Alles, was darüber hinausging, endete in digitalen Verzerrungen. Das heißt, wenn du dir Wellenform rund vorstellst, dann ist alles, was über diese 0 hinweggegangen ist, mit der runden Form, ist hier oben einfach abgeschnitten worden. Und alles, was hier oben oberhalb von 0 abgeschnitten worden ist, war dann einfach eine digitale Verzerrung und hat zu miesen, furchtbar ekligen Geräuschen geführt, schon auf den Kanälen. Heutzutage sieht das ein kleines bisschen anders aus. Unsere Rechner rechnen mittlerweile mit 64-Bit und unsere DAWs rechnen mittlerweile mit 32-Bit Fließpunktberechnung. Frag mich nicht, was da genau dahinter steckt. Das Ergebnis ist aber auf jeden Fall, dass wir deutlich mehr Headroom, also deutlich mehr Luft über 0 dB FS haben, zumindest auf den einzelnen Kanälen. Das heißt, das System hinter den Kulissen von der DAW rechnet sowieso alles zusammen, was auf den Kanälen ist, ohne dass da irgendein Clipping zusammenkommt, selbst wenn du mal über die 0 dB Full Scale drüber ziehst, wenn da also das mit den Peaks in den roten Bereich auf den einzelnen Kanälen oder auf den Bussen drauf geht, ist das relativ wumpe. Das System rechnet das alles aus. Einzige Einschränkung auf dem Masterbus, also auf deinem letzten Bus ganz auf der rechten Seite, da darfst du auf keinen Fall über die 0 dB Full Scale drüber gehen, weil da gelten dann wieder die Grenzen des 16-Bit-Systems oder zumindest also zumindest die Auswirkungen, die ein 16-Bit-System hat. Wenn du da über diese 0 dB Full Scale gehst, dann klingt es furchtbar verzerrt. Das heißt, du solltest nichtsdestotrotz oder trotz der Tatsache, dass du auf den einzelnen Kanälen durchaus mal über die 0 dB Full Scale gehen darfst, solltest du trotzdem darauf achten, dass du deine Pegel insgesamt, deine ganzen Kanäle so weit regelst, dass du eben nicht über diese 0 dB Full Scale kommst. Spätestens auf dem Masterbus muss alles so runter geregelt sein, dass es wirklich nicht über die 0 dB Full Scale geht. Kleiner Tipp meinerseits, einfach regel einfach bei all deinen Kanälen einfach mal 6 dB runter, weil dann werden die ja im Verhältnis alle gleich runter geregelt und dann, wenn es dir dann zu leise beim Mischen ist, dreh einfach mal am Monitorverstärker oder an deinen Boxen, dreh einfach ein bisschen auf, dann ist es auch laut, aber du brauchst es nicht über die Pegel auf den einzelnen Kanälen auffangen. Das heißt, justier am besten deine Bassdrum irgendwo so, dass die mit den Peaks, also mit den einzelnen Ausschlägen, nicht höher als minus 12 dB FS ist, mit den Peaks, ne? Und mit dem RMS-Pegel so bei minus 18 dB ungefähr. Falls du nicht weißt, wovon ich gerade rede, dann kann ich dir hier, glaube ich, auch mal ein Video einblenden. Ja, ich glaube, ich habe dazu mal ein Video gemacht, dann kann ich dir das genau einblenden. Und dann kannst du nochmal reinschauen. Aber wie gesagt, wenn alles in den roten Bereich geht, dann pack einfach alle Fader an, zieh sie einmal 6 dB runter, alle gleichmäßig, dann müsste dein Mix im Prinzip trotzdem erhalten sein. Und wenn es dir dann im Mischen zu leise ist, dreh einfach den Lautstärkeregler in den Boxen ein bisschen auf. Dann hast du genügend Luft und dann drohst du auch nicht überall in den roten Bereich reinzukommen und hast im Zweifel auch noch mal ein bisschen Luft, um die Bassdrum gegenüber der 808, dem 808-Bass dann noch mal ein bisschen höher zu ziehen. Das System ist heutzutage nicht mehr schwarz oder weiß, sondern schon eher grau, weil das System hinter den Kulissen schon einiges wegrechnet und dafür sorgt, dass wir eben nicht mehr so kategorisch nicht über die 0 dB Full Scale gehen dürfen, außer eben auf dem Masterbus. Aber wie handhabst du es da draußen? Also wie machst du es? Ist dir das egal, ob du hin und wieder mal über die 0 dB drüber gehst auf den einzelnen Kanälen? Nimmst du vielleicht diesen Sound sogar in Kauf, weil du den geil findest? Oder sagst du, nee, ich bin so konservativ in meinen Leveln, da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich auf keinen Fall über die 0 dB Full Scale gehe und darauf achte, dass ich vielleicht für meinen Mastering-Engineer am Ende, wenn der Mix fertig ist, noch genügend Luft habe, damit er auch noch Dynamik in den Mix reinzaubern kann. Schreib's uns unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie du damit umgehst und würde mich dann freuen, wenn wir uns die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!